Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Das Video ist als Werbung gekennzeichnet, habt ihr vielleicht schon gesehen. Aber es geht heute nicht um ein fremdes Produkt, sondern es geht heute mal wieder um mein Produkt. Ich habe lange nichts von mir hören lassen, liegt daran, dass wir bei TryHard Plus komplett ausverkauft waren, Freunde. Wir hatten quasi nichts mehr im Lager, deswegen konnte ich auch nichts mehr dazu sagen. Jetzt haben wir wieder Wassermelonen im Lager und wir haben eine neue Geschmacksrichtung im Lager. Und die haben wir schön Fortnite-mäßig gemacht. Und zwar mit diesen schönen blauen Gratis-Shakern. Also wer jetzt gerade bestellt, bekommt einen Gratis-Shaker. Darum geht's nicht. Sondern es ist hier die Geschmacksrichtung Slurpberry. Denn Leute, wir zocken natürlich alle Fortnite. Ich zurzeit auch viel im Stream und so. Und deswegen haben wir uns gedacht, ganz ehrlich, wir hauen eine Geschmacksrichtung, die zu Fortnite passt, raus. Wir haben die letzte Zeit sehr, sehr viel Arbeit da reingesteckt. Deswegen hat es zu lange gedauert, bis die Dose jetzt endlich am Start ist und fertig ist. Davon gibt es mal wieder 300 Stück. Danach sind wir wieder ausverkauft. Also ich würde an eurer Stelle schnell zuschlagen. Es gibt ja mittlerweile auch viele Mitbewerber im Bereich Gaming Booster in Deutschland. Aber aufgrund der Inhaltsstoffe, ihr könnt ja mal ein bisschen googeln, was wir so verwenden und was andere so verwenden, werdet ihr schnell merken, dass TryHard Plus der beste ist in Deutschland. Einfach weil wir natürlich Aminosäuren verwenden etc. Darum soll es gar nicht gehen. Ich möchte mich jetzt hier nicht mit irgendwelchen anderen vergleichen. Jedes Produkt hat ja seine Daseinsberechtigung. Ich wollte nur sagen, wir sind wieder am Start. Wir sind wieder auf dem Markt, Freunde. Und wir haben uns diesen Fortnite-Geschmack, natürlich Berry, also in den Beerenbereich geht es dort. Ich rieche mal kurz eine Runde dran und bereite mal eins zu. Also im Übrigen seht schon, das Pulver ist aber nicht blau geworden. Wir hätten natürlich da auch wieder mit irgendwelchen Konservierungs- oder Farb- oder künstlichen Stoffen arbeiten können, damit es blau gewesen wäre. Aber wir achten halt wirklich darauf, dass wir hier gutes Zeug drin haben. Und deswegen, ja. Von den Wirkstoffen her knallt TryHard Plus auf jeden Fall am meisten rein von allen. Deswegen, also holt euch TryHard Plus, wenn ihr wirklich richtig Wirkung spüren wollt. Wir haben hier drin 40 Portionen, aber das ist bei uns nicht irgendwie relativ wenig in Gramm, sondern wir haben 480 Gramm. Also eine Portion ist schön groß. Weil das Zeug halt auch richtig scheppern soll, Leute. Was ich noch dazu sagen wollte, ist eine Sache, und zwar, natürlich gibt es viele Influencer, die machen für andere Gaming Booster mittlerweile Werbung, und das ist ja auch alles schön und gut. Wir wollten einfach jetzt nicht so viel Geld in die Hand nehmen, um irgendwelche Leute zu bezahlen, damit die dieses Produkt bewerben, sondern wir haben einfach noch mehr ins Produkt gesteckt. Wir lassen unser Produkt quasi für sich sprechen und deswegen, ja, Freunde, machen wir uns doch mal ein. Hier ist natürlich in jedem Ding ein Löffel drin, ist klar, Leute. Hier ist ein Löffel, ein Portionslöffelchen. Tada! Die ganzen Zubereitungssachen stehen natürlich auch auf der Dose drauf. So, dann füllen wir jetzt hier ein bisschen Wasser rein. In dem Fall habe ich jetzt hier mal Wasser genommen. Übrigens, wie gesagt, der Shaker ist for free, der ist dabei. Also, da müsst ihr euch jetzt nicht irgendwie noch um den Shaker kümmern. Es ist gar nicht so wenig blau eigentlich. Ich hätte gedacht, es ist weniger blau. Also, es ist echt gut geworden sogar dafür. Es sieht sogar echt aus wie ein Slurper, ohne Scheiß, Leute. So, dann kommt das Netz hier. Oh Gott, kommt das Netz rein. Deckel drauf. Shake that. Okay, Leute, jetzt haben wir es geshaked. Und ich würde sagen, zum Wohl, Freunde. Ja, Mann. Man muss natürlich bei uns sagen, unserer ist nicht extrem süß, weil wir halt versuchen wirklich das Ding so nice und natürlich ballern zu lassen, wie es geht. Wir haben keine ewig lange Zutatenliste. Unsere Zutaten stehen einmal hinten drauf. Ihr werdet es dann sehen, Leute, wenn ihr es euch holt. Ja, also es gibt davon 300 Dosen jetzt gerade. Wenn ihr darauf Bock habt, den Slurpberry hier mal auszutesten, übrigens sieht es doch echt, muss ich sagen, gut aus. Klar, es ist ein bisschen grünlicher, es liegt am Blutorangenextrakt, das wir benutzen. Aber sicher ist es echt cool, Leute. Also ich baller mir den jetzt mal komplett rein hier. Das war's dann mal wieder completely, Leute. Wer Bock drauf hat, hier Slurpberry sich zu gönnen, Leute, der kann auf jeden Fall zuschlagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute, im nächsten Video. Kleines Infovideo war das jetzt hier. Ich habe noch ein Video schon mal dazu gemacht, da habe ich das ganze Produkt nochmal erklärt. Verlinke ich euch in meiner Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, viel Spaß beim Bestellen, Leute, und ciao, ciao.